weiß nicht genau, hat sie mich angefasst und. Nein, angefasst. Ja, das geht eigentlich nicht als Lehrerin. Und ich bin noch Jungfrau. Das wird das Kondom sein für Anastasia. Du filmst es. Why can't we face it? Wir haben ja jetzt hier schon einiges gesehen und der Georg und ich haben euch schon ziemlich viel von unserem schönen Wald erzählt. Und ich habe gedacht, ich stelle euch einfach mal drei Testfragen. Um was für einen Baum handelt es sich hier? Außer Georg? Irgendjemand? Fernando? Frage 2. Unter welchen Bedingungen wächst Moos am besten? Georg, außer Georg, ich weiß, du weißt es. Cheyenne? Anastasia? Okay, dritter Versuch, dritte Frage. Was passiert, wenn ich mich mit Fliegenpilzgift vergifte? Was für ein Gegenmittel gibt es da? Jetzt alle mal ganz scharf nachdenken. Woher sollen wir es wissen? Ja, weil wir es doch erwähnt haben während des Spaziergangs. Einfach mal Georg oder mir besser zuhören. Aber vielen Dank für diese Unwissenheit. Dafür gibt es einen 10-seitigen Aufsatz für jeden. Moment, warte mal ganz kurz. Hallo, wer bist du? Habt ihr das nicht in der Zeitung gelesen? Was haben wir gelesen? Hier ist ein tollwütiges Wildschwein, was hier rumrennt. Was? Ihr müsst hier weg. Oh mein Gott. Wirklich, ja. Kommst du von hier aus der Gegend? Also kennst du ja, natürlich, ich wohne hier. Okay, wir gehen. Ein Wildschwein. Dann wird nicht die Klasse mal geschlossen. Nein, ich bin Jost. Für was treten hier? Also, muss ich irgendwas unterschreiben oder so? Den Namen? Jost von Brümselberg. Von Brümselberg. Brümselberg, genau. Genau. Hey, wer bist du eigentlich? Ich bin Jost. Und war die Geschichte mit dem Schwein eigentlich echt? Nein. Ich habe nur gesehen, dass ich hier Stress bekomme. Danke. Was kann man hier so machen, wenn du von hier kommst? Ziemlich viel. Wir haben. Da vorne gibt es Schweine, falls ihr. Sonst, ich wohne halt hier. Genau, ich kann es auch einfach zeigen, wenn ihr wollt. Ja, gerne. Klar. Gut, dann. OMG. Es sah wirklich so aus, als wäre Just der neue Crush von Hannah. Ist alles okay? Hast du die Kamera dabei? Ich hab die. Die Kamera? Hey. Oh, mein Stanley. Ich hatte dir doch heute von diesem Sport erzählt, weißt du noch? Ja. Hast du da jetzt Lust drauf, ein bisschen? Nein. Nein? Nee. Ich hab ein Argument für dich. Okay? Ja. Auf meinem Handy. Soll ich dir zeigen? Warte. Hier, schau. So, das kannst du mir doch nicht einfach so zeigen. Wie du noch mal hingeschaut hast. Schau es dir mal an. Du musst ehrlich sein. Schon groß. Ja. Weißt du, du bist für mich auch was richtig, richtig Besonderes. Nein! Alter, ist das ein scheiß Ernst? Du bist eigentlich komplett behindert! Das ist nicht so! Alter, ich hab das nicht gewusst! Mann. Was soll denn der Scheiß? Nein, das ist echt nicht so! Mann, Drexler! Hast du es gesehen, was sie gemacht hat? Mit wem? Mit wem soll ich meine 100 voll machen? Pass doch auf, wir sind einfach gerade bleiben. Ist doch nicht so schwer. Wirklich. Fuck, Alter. Ah. Hey!
Genau, und wir haben hier früher immer gespielt. Sonst sind hier die Tiere. Und hier haben wir halt immer Feuer gemacht. Aber cool. Und wo gehst du hier eigentlich zur Schule? Ach, es gibt hier nur eine Schule, die ist da vorne. Das ist die Dorfschule quasi. Und in deiner Freizeit, also was sind so deine Hobbys? Also ich muss hier viel helfen mit den Tieren und so. Und sonst, ja, ich kümmere mich hier um alles. Genau. Und hast du eigentlich eine Freundin? Nee. Hast du einen Freund? Nee, auch nicht. Ich finde Jost echt super sympathisch. Er weiß so viele Dinge und vor allem, worauf es wirklich ankommt. Er hat zwar kein Instagram oder so, aber ich finde, er braucht es auch gar nicht. Ich hoffe, dass wir uns hier noch öfter sehen werden. Das ist ja faszinierend. Das ist echt richtig krass. Wusstest du, Bäume haben Gefühle. Das ist echt richtig. Und sie haben sogar auch ein Gedächtnis. Ja. Kümmern sich auch um andere, ältere Bäume. Ich habe das in der Doku mal gesehen, das war richtig krass. Sie können kommunizieren. Sprechen, wie Menschen sprechen. Das ist so krass. Nein, also nicht sprechen, ist, sondern... Aber schon sprechen, also mit Worten. Hi Jungs. Hi. Ja, was macht ihr hier? Ist nicht mehr Julines Zimmer, die ist ja jetzt weggeflogen. Ah, ich wollte gar nicht zu Julien. Ich wollte eigentlich fragen, was machst du heute Abend so? Hast du was vor? Ja. Ich? Ja. Wir gehen auf die Party. Die Party? Der Cheyenne ist auch da. Cheyenne? Und ja. Georg? Ganz ehrlich, hast du es ihm noch nicht gesagt? Die steht nicht auf dich, du kriegst ihn nicht. Du musst ihn mal anders suchen, so mit Brille und Buch und so, dass zu dir passt. Und Bäumen? Ja. Ja. Oder? Ja. Könntest du bitte das Zimmer verlassen? Warum? Okay. Tschüss. Ciao. Weißt du, ich glaube, ich stehe doch nicht auf Cheyenne. Okay. Weil immer, wenn ich Layla sehe, dann habe ich so ein Kribbeln im Bauch und werde ganz nervös und ich glaube, ich stehe auf Layla. Du stehst auf Layla? Wenn man auf jemanden steht, dann ist man in den verknallt. Du bist verknallt? Ja. Wir müssen bei der Party heute Abend irgendwas machen. Wir müssen dich umstylen, die Frisur ein bisschen, die Brille vielleicht weglassen, vielleicht hier ein bisschen die Socken runter oder irgendwie sowas. Ey, das kriegen wir hin, ja? Ey, ich bin mit euch zusammen, ich hab den Masterplan. Hey Zeus. Bist du traurig? Ja, kann man so sagen. Was ist denn passiert? Ich habe mich mit Stanley gestritten. Warum? Ich mag nicht so gern drüber reden gerade. Stanley ist eh komisch. Weißt du, was ich glaube? Einige Leute haben eine gute Freundschaft einfach gar nicht verdient. Weißt du, du bist, glaube ich, ein richtig guter Freund. Und Stanley hat es nicht verdient. Findest du? Na, auf jeden Fall. Ich meine, was du alles für ihn machst. Wirklich. Das ist wirklich... Besserer Freund kann man gar nicht sein. Und er weiß das gar nicht zu schätzen. Weißt du, ich versuche das halt immer... Gefühle zu zeigen. Und ich glaube, das ist einerseits wichtig bei Liebe, dass man sehr romantisch ist und bei Freundschaft, dass man füreinander da ist. Genau, das sehe ich auch so. Sei nicht traurig. Okay. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass der Zeus so ein Wahnsinnstyp ist. Er wusste einfach genau im richtigen Moment, was er sagen muss zu mir, damit ich mich besser fühle. Und so sind nicht viele Menschen. Und er weiß so viel über Freundschaft und Liebe und so Sachen, die mich auch beschäftigen. Und also er ist jetzt schon mein neues Vorbild. Und ein besseres Vorbild vor allem. Oh, so, darf ich ja nicht. Genau, und dann bin ich über das Bein gestolpert und ich weiß nicht, es war irgendwie alles dumm. Dann bin ich richtig im Dreck gelandet. Weißt du, was wir machen können? Nee. Wir haben hier vorne so eine Pflanze. Man muss die so ein bisschen bearbeiten und so. Aber
wenn man das macht, dann kann man die durch die Nase ziehen, damit man richtig high davon. Okay. Also wirklich so richtig high. Wir könnten dadurch, wir könnten so eine Drogenparty oder so machen. Also. Ja, klar. Warum nicht? Finde ich witzig. Hey, Leute, wisst ihr vielleicht, wo Layla ist? Ich suche sie schon überall. Nein, wir haben sie nicht gesehen, sorry. Okay. Warte mal. Bist du nicht dieser Bauernjunge hier? Ja. Also, Hannah, ich weiß ja, du bist verzweifelt wegen deiner Jungfräulichkeit und so, aber das ist schon selbst für dich ein neuer Tiefpunkt. Es tut mir leid, das ist viel zu witzig, Hannah und der Bauernjunge. Einmal lächeln, bitte. Cheyenne, hör auf! Also, ich habe jetzt eine Rhino-Shield-Hülle, von daher kann mir eh nichts passieren. Aber euch viel Spaß noch, Kinder. Ciao! Was war denn da los mit der? Also, ich habe nicht mal gecheckt, was sie für ein Gerät auf mich gehalten hat die ganze Zeit. Aber meine Familie hat sich letztens auch so ein Ding gekauft. Also so ein Hightech-Ding irgendwie. Ist dann, also, Mann. Mikrowelle. Das war eine Mikrowelle, mit dem, wo man das Essen reinmachen kann und so. Richtig krass. Wirklich. Richtig krass Ding. Weißt du, Kenneth, ich bin mir sicher, dass Layla die Frau fürs Leben ist. 100%. Ja? Also, da gibt es zwar kulturelle Unterschiede, aber das ist, spielt für mich eigentlich keine Rolle. Das ist eher schön, finde ich, schön. Und ich kann dir so viel beibringen über Bäume, so wie ich dir vorhin, über Mathe. Und wir können auch Kinder adoptieren aus verschiedenen Nationen, so wie... Angelina Jolie. Genau, oder ja, Prinz, genau, ne? Ja. Das ist, also ich bin mega auf... Ganz ruhig. Okay. Du musst an dem Abend nur auf mich hören, okay? Und wir kriegen das hin. Das ist deine einzige Chance. Okay. Letzte Partyabend. Hm? Brille aus. Oh, ja. Und jetzt, los. Was geht's? Ja. Okay. Weißt du, was ich glaube, Drexler? Was denn? Ich glaube, wir sind nur so unglücklich, weil wir keine Freundinnen haben. Weißt du, Liebe und Romantik, das ist einfach das Wichtigste im Leben. Ja. Ja, wirklich. Sehe ich auch so. Ja, wirklich. Soll ich dir mal ein Geheimnis erzählen? Ja, klar. Okay, komm mal hier rüber. Ja. Aber lass du dich niemandem verraten, das ist top secret. Nein, das ist sicher bei mir, wirklich. Ja. Wirklich, du kannst mir alles anvertrauen. Und, also, man darf das nicht falsch verstehen. Ich mache das nur aus Liebe. Ja, klar. Romantik. Ja. Ich war gestern Nacht unterwegs. Und dann habe ich Cheyenne fotografiert. Also, unter der Dusche, aber damit ich ihren Tagesablauf kenne. Und hier ist sie dann eingeschlafen. Ja. Und auf dem Handy habe ich schon ihr Facebook-Profil angeguckt. Nur damit ich weiß, wer so ihre Freunde sind. Ich weiß halt alles über sie. Weißt du, du musst alles über die Mädchen wissen, die du liebst. Okay. Damit du die perfekten Liebesgeständnisse, einen Liebesbrief schreiben kannst. Indem du dir so zeigst, ja. Du weißt, wer sie ist. Macht Sinn. Genau, und hier ist die Snapchat-Ort. Und dann kann ich immer sehen, was gerade ist hier auf dem Hof. Du bist wirklich ein Romantiker. Würdest du mir helfen, noch ein paar Fotos zu machen? Und ich nur weiß, ein paar, weißt du, damit ich alle ihre Details kenne und darüber schreiben kann. Klar, ja, mach ich, auf jeden Fall. Das ist total lieb von dir. Schon. Alles klar, dann lass uns raus. Ja, mhm. Mhm. Drei Hoden. Ich weiß nicht, was das soll. Weil ich in dich verliebt bin, Cheyenne. Hör auf, mal an. Stopp. Was machen Sie hier? Sind Sie Game Girl?